Dietmar Bartsch für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, für meine Fraktion auf die Bundeskanzlerin antworten zu können. Ist schon die Reihenfolge der Redner, wie das bei einer eventuellen großen Koalition sein wird. Offensichtlich gehen CDU, CSU und SPD davon aus, dass ihre Verhandlungen erfolgreich sein werden, wie auch der Mitgliederentscheid der SPD. Das alles, obwohl man im Moment vom Koalitionsvertrag vor allen Dingen viel Nebel kennt. Die Oppositionsführerschaft bringt für die Fraktion Die Linke eine besondere Verantwortung. Und ich kann den Menschen in unserem Land versprechen, dass wir alles daran setzen werden, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Beginnen will ich damit, dass es ein Unding ist, dass wir heute die erste Sitzung des Bundestages außer der Wahl des Präsidiums seit Juni haben. Ja, wir hatten eine Bundestagswahl, und ich hoffe, dass das Gerücht nicht stimmt, dass die Frau Bundeskanzlerin eine geheime Absprache mit der FDP hat und so lange verhandeln will, bis die Legislatur zu Ende ist. Ich hoffe, dass das wirklich nicht den Tatsachen entspricht. Fakt ist, Sie machen mit Ihren Koalitionsverhandlungen das Parlament zur Geisel. Sind das bereits die Vorboten der Großen Koalition? Wir erwarten nichts anderes als Respekt gegenüber dem Parlament. Nicht die amtierende Bundesregierung und auch nicht eine Bundesregierung in Spee, sondern der Deutsche Bundestag ist der Souverän. Wie wollen Sie den Menschen erklären, die uns alle gewählt haben, dass sie uns nicht arbeiten lassen? Es trifft im Übrigen für die Opposition wie auch für die meisten Regierungsabgeordneten teil. Wir alle werden hier nicht fürs Rumsitzen bezahlt. Und ich sehe nicht, dass der heutige Sitzungstag dem Anspruch, als Parlamentarier aktiv zu werden, gerecht wird. Es ist gut, vor dem Gipfel über die osteuropäische Partnerschaft zu sprechen. Die Frage muss jedoch erlaubt sein, warum wir uns heute damit beschäftigen, jedoch nicht mit den Themen, die vielen, vielen Menschen noch viel mehr auf den Nägeln brennen. Abgesehen von der NSA-Debatte, die ja seitdem das Handy der Bundeskanzlerin betrifft, von der Regierung nicht mehr totgeschwiegen oder für beendet erklärt werden kann. Das ist aber bei weitem nicht das einzige Thema, dem wir uns widmen müssen. Dringend wäre geboten, die schwache Binnenkonjunktur in Deutschland zu behandeln, die Gefahr einer dauerhaften Depression oder Deflation in Europa, die Enteignung der Kleinsparer durch negative Realzinsen, die Bankenunion oder, die Bundeskanzlerin hat ein paar Worte dazu gesagt, zum Freihandelsabkommen mit den USA. Darüber müssen wir wirklich mal reden und mal kontrovers reden. Das alles sind Themen, die die Menschen in Deutschland, die Mehrheit der Menschen bewegt. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass die Eurokrise vorbei ist, wenn sich Irland und Spanien demnächst das Geld wieder teuer auf dem Finanzmarkt leihen müssen. Das vermehrt vielleicht sichere Profite für Banken, die sich das Geld momentan quasi umsonst von der Europäischen Zentralbank leihen können. Aber die Krise macht doch keine Pause. Die wird nur mit billigem Geld derzeit zugeschüttet. Morgen soll eine neue Kredittranche aus dem sogenannten Rettungsschirm an Portugal freigegeben werden. Wollen Sie das den Menschen verschweigen? Wollen Sie verhindern, dass Ihre Europapolitik debattiert wird? Darüber muss geredet werden. Aus diesem Grund haben wir eine etwas kreative Aufsetzungspolitik betrieben und einen Entschließungsantrag zur Krisenpolitik gegenüber Portugal zur heutigen Debatte eingebracht, zu dem ich gleich noch ein paar Worte sagen werde. Aber nun zur europäischen Partnerschaft und dem diesbezüglichen Gipfel in Vilnius. Natürlich begrüßen wir als Linke eine engere Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn der EU. Ja, vielleicht muss man im deutschen Parlament auch noch mal deutlich sagen, dass Europa bis zum Ural geht und dass viele ehemalige Sowjetrepubliken und Russland genauso zu Europa gehören wie Frankreich, Spanien oder Griechenland. Deshalb ist es gut, dass es mehr Handel, dass es mehr Austausch geben soll, dass diese Beziehungen den Menschen in ganz Europa zugutekommen sollen. Ja, Frau Bundeskanzlerin, wir aus den neuen Ländern haben da eine besondere Verantwortung. Für die neuen Länder ist es auch eine Chance. Wir wissen, dass viele traditionelle Verbindungen in diese Länder zusammengebrochen sind. Es gibt sie aber noch. Vor allen Dingen, das wissen wir beide, gibt es einen Erfahrungsvorsprung, insbesondere bei Sprachkenntnissen und bei kulturellen Beziehungen. Entscheidend wird aber sein, dass bei der osteuropäischen Partnerschaft nicht die Dinge, die Europa in die Krise gezwungen haben, ganz oben anstehen,
wie die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, wie der Freihandel, wie die Konkurrenz um Löhne nach unten oder die Konkurrenz um die schlechtesten Arbeitsbedingungen. Nein, das wäre der falsche Weg. Es muss vor allen Dingen um Integration gehen, nicht um knallharte Interessenpolitik, nicht nur um mehr Export aus der EU in diesen Ländern. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt wären zum Beispiel Erleichterungen bei den Visabedingungen für die Menschen aus der Ukraine, aus Belarus, aus Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Wenn wir Menschen, die zum Beispiel unter Lukaschenko leiden müssen, Sie haben das geschildert, Visa nur ganz schwer erteilen, dann ist das doch ein Problem. Wir können helfen durch mehr Offenheit, dass dort Mauern fallen. Deswegen ist die Visafrage eine zentrale Frage. Tun Sie etwas, dass diese Menschen leichter nach Deutschland kommen können? Verbessern Sie die Visabedingungen, Frau Bundeskanzlerin. Wenn ich mich recht entsinne, regieren Sie ja seit 8 Jahren und fordern jetzt Verbesserungen ein. Das ist irgendwie aus meiner Sicht etwas komisch. Immerhin. Ein sehr wesentlicher Punkt bei diesem Gipfel ist natürlich, Sie haben darauf hingewiesen, das Verhältnis zu Russland. Es kann nicht sein, es kann nicht Ziel sein, die osteuropäischen Länder dem Einfluss Russland zu entziehen und die traditionsreichen Sonderbeziehungen zu kappen. Gegenteiliges muss das Ziel sein, nämlich gleichzeitig die Beziehungen zu Russland auszubauen und gemeinsam mit Russland die Beziehungen zu den osteuropäischen Ländern zu entwickeln. Das sollte einhergehen mit deutlichen Positionen, zum Beispiel zum unsäglichen Agieren der Putin-Regierung gegenüber Schwulen und Lesben. Es ist doch klar, dass Russland dieses Projekt mit Argusaugen beobachtet. Es passt zur NATO-Osterweiterung. Es ist ein Baustein zur Unterstützung transatlantischer Eliten. Es geht der EU offensichtlich nicht um eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Eine Beitrittsperspektive steht im Moment überhaupt nicht zur Debatte. Man möchte in den eigenen Reihen durchsetzen, wo es günstig ist, jedoch keine Einflussnahmen von der anderen Seite riskieren. Es geht darum, beste Bedingungen fürs Kapital zu schaffen und die Absatzmärkte für die eigenen Produkte zu erweitern, gerne auch auf Kosten der Wirtschaft der Partnerländer. Die viel gepriesene Demokratieförderung dient der EU als Mittel, neoliberale Hegemonialpolitik in den osteuropäischen Ländern fortzuführen. Das schulmeisterliche Auftreten der EU gegenüber den osteuropäischen Partnern würde man sich andersherum selbstverständlich verbieten. Es geht der EU viel zu wenig um Menschenrechte, um Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie und viel zu viel um Einflussnahme und Machtpolitik. Das bedeutet dann auch, dass die EU kein Interesse daran hat, etwa soziale oder ökologische Standards auf hohem Niveau festzuschreiben. So würde eine große Chance verpasst. Mir scheint, dass die EU auch bei der osteuropäischen Partnerschaft unverdrossen weiter auf genau die Rezepte setzt, die uns in die Krise geführt haben: Liberalisierung, Freihandel, Lohnkonkurrenz. Im Ergebnis sind zahlreiche Volkswirtschaften Osteuropas der Deindustrialisierung und spekulativen Kapitalflüssen ausgesetzt. Deshalb eine wahrhaftige östliche Partnerschaft, die diesen Namen verdient, muss den osteuropäischen Staaten ermöglichen, ihre Wirtschaft zu schützen und zu entwickeln und sollte nicht gegen Russland gerichtet sein. Nun ein paar Bemerkungen zu unserem Entschließungsantrag. Die Eurokrise, wie ich gesagt habe, ist nicht verschwunden und erst recht nicht überwunden. Und in Kürze soll eine neue Kredittranche Richtung Portugal in Höhe von 5,6 Milliarden Euro, davon 3,7 Milliarden Euro durch den EFSF, bewilligt werden. Dafür haften auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland. Unser Steuergeld wird verbrannt, weil Portugal aufgrund der Schuldenlast und der wachstumsfeindlichen Kürzungsdiktate diese Kredite niemals wird bedienen können. Das Memorandum of Understanding sieht gar vor, dass die Unternehmensbesteuerung in Portugal sinken soll. Das ist doch alles nicht mehr zu fassen. Portugal wird nicht gerettet, sondern die Banken und Gläubiger werden freigekauft und Demokratie und Sozialstaat werden in Portugal zerstört. Darum geht es in Wahrheit. Seit Beginn der sogenannten Euro-Rettung stieg die Staatsverschuldung Portugals auf etwa 128% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist das Niveau von Griechenland bei Ausbruch der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist auf über 17% gestiegen. Das ist die bisherige Europapolitik und die ist gescheitert. Wenn man sich mal anschaut,
wie die Arbeitslosigkeit in den europäischen Ländern bei jungen Menschen unter 24 Jahren sich entwickelt hat. Da ist sie nicht nur in Portugal bei 42%, in Griechenland bei erschreckenden 57,3%, in Spanien bei 56,5%. Nein, auch bei den dazugekommenen oder später dazugekommenen Ländern ist die Situation katastrophal. In Bulgarien 28,3%, in der Slowakei 31,1%, in Kroatien sagenhafte 52,8% Jugendarbeitslosigkeit. Das sind doch alles Fakten, und die müssten doch zu einem Aufschrei in der Politik führen. Die müssten zu einem Nachdenken über die bisherige Politik führen. Vor allem darf das kein Muster für die osteuropäische Partnerschaft sein, meine Damen und Herren. Wir fordern daher eine andere, eine verantwortungsvolle Europapolitik. Wir haben daher in unserem Entschließungsantrag beantragt, dass der deutsche Vertreter im Direktorium des EFSF der Bewilligung der Kredite seine Zustimmung versagt. Wir wollen die privaten Gläubiger Portugals durch einen Schuldenschnitt in die Pflicht nehmen, die Eigentümer der Banken, die Inhaber der Bankenanleihen sowie die Einlagen von ausländischen Banken und Geldmarktfonds sind für die Verluste der Banken heranzuziehen. Nur die Einlagen der Kleinsparer und des gewerblichen Kreditgeschäftes sind abzusichern. Portugal braucht Investitionsprogramme, meine Damen und Herren, statt Bankenrettungspakete. Dafür brauchen wir eine EU-weite Vermögensabgabe für Millionäre. Allein das Vermögen der europäischen Millionäre übertrifft mit 14 Billionen Euro die gesamte Staatsverschuldung aller 28 EU-Länder. Korrigieren Sie diese Europapolitik. Weisen Sie beim Gipfel in Vilnius darauf hin, dass diese Fehler nicht wiederholt werden, sondern dass es eine Kehrtwende in der Europapolitik geben muss. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Gernot Erler für die SPD-Fraktion.